So, guten Morgen, willkommen zurück zu Open Arena. Hatten wir lange nicht mehr. Wir sind hier irgendwie. Ganz toll. Und warum habe ich so wenig Frames? Ich habe keine Ahnung. Ich spiele natürlich wieder auf leicht, ne? Kennt man ja. Und ich mache das hauptsächlich, weil ich noch was testen will. Und ich habe irgendwie gerade wirklich... Ah, jetzt. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt eben war. Nee, es ist ein bisschen unstabil. Ich drücke die falsche Taste. Deswegen schieße ich nicht. Und wow, ich habe schon mal 2 Kills gemacht. Und irgendwie läuft das so ein bisschen unsch... Ich weiß eigentlich nicht, warum. Boah, sie cheatet doch. Ich habe es ganz genau gesehen, wie sie cheatet. Habe ich es auch gesehen? Ja, natürlich. Ah, ich hasse das. Jetzt hat er natürlich die tolle Knarre und ich. Ja. Oder was heißt tolle Knarre? Die sind alle scheiße irgendwie. Ich liebe es, läuft genau wie daher und das, obwohl ich bloß ein bisschen Videomaterial zum was testen brauche. Irgendwie haben diese Waffen alle nichts drauf und irgendwie spawnen die Gegner immer so, dass ich hier, wow, ich bin getötet. Das wie diese beschissene Kackwaffe, mit der ich jetzt noch irgendwie 19 Schuss habe und er hat mich getötet. Ja, jetzt habe ich wieder 100 Schuss. So, jetzt haben wir natürlich keine Ahnung mehr, wie man das Spiel spielt. Ich habe einfach voll drauf gehabt, bei der letzten Aufnahme, hab voll gesehen, wie ich voll upskille, ey. Und wow, das könnte man fast schon als gut bezeichnen. Ich schieße einfach mal irgendwo hin. Vielleicht mache ich einen Headshot. Mit einem Raketenwaffe. Ist wichtig, dass er den Kopf da trefft, weil gewöhnliche Treffer mit einem Raketenwerfer machen ja praktisch. Hier liegt wieder keine Waffe rum. Sehr gut. Gar nichts, weil wissen wir ja alle. Ich meine, es ist nur ein Raketenwerfer. Das war jetzt meine Absicht. Genau so und ich. Schön, mein Mausrad ist hinüber, oder was heißt hinüber? Es funktioniert immer noch nicht wieder richtig. Wie überraschend, das wird wahrscheinlich auch nie wieder. Hey, das war mein Kill. Ich hasse Kill-Stealing. Wow, ich kill die jetzt gerade mit dem Maschinengewehr, wie auch immer ich das gemacht habe. Ich hab's voll drauf mal wieder. Wenn ich so weitermache, irgendwas hat mich gerade nach hinten geworfen, oder? Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte nur irgendwas sagen. Ach, richtig, ich brauche irgendwann mal eine neue Maus. Vor allem, weil ich nicht mehr so genau weiß, wo die Tasten hier liegen. Man merkt, ich habe mir das intensiv durchgeschaut. Wow. Das war kein Glück, nein, nein, das war pures Skill. Das war genau so von mir geplant. So nicht anders. Wer was anderes behauptet, der lügt einfach. Und kennt meinen unglaublichen Skill einfach nicht. Siehe letztes Video. Siehe alle anderen Videos. Siehe auch mein Halo-Video, ne? Habe ich auch total Skill bewiesen. Ah, fuck, ich kill mich jetzt erstmal selbst, ja. Selbst killen, das ist immer gut, weil man hat's voll drauf dann. Ich töte dich erstmal. Weil du gerade da bist, so, da schieße ich einfach mal rein, da spawnen sie ja irgendwie gerne so. Wow, der war schön, ich werde nur trotzdem nicht gewinnen, weil ich 15 Kills brauche und schon ziemlich hinterher hänge und keine Ahnung habe, wo die Waffen liegen, da. Ja, so langsam ist er voll nicht drauf. Voll nicht drauf habe ich es bald wieder. Ich soll vielleicht irgendwo hinschießen, wo Gegner sind. Ach was. Gegner treffen ist völlig überbewertet in diesem Spiel. Ich besiege die Gegner immer ohne sie zu treffen. Weiß bisher noch nicht, wie ich bisher die anderen 3 Levels geschafft habe. Jetzt habe ich schon gedacht, ich hätte mich selbst getötet, aber tatsächlich hat der Gegner mich getötet. Ist erstaunlich, dass der Gegner das mal schafft. Schafft er sonst nie, aber hey. Nein, das sind keine 15 Kills. Wie viel muss ich hier denn schaffen, um zu gewinnen? 5000! Naja. So war das nicht gedacht. 20 Kills. Das schaffe ich doch nie. Das wird heute sehr langes Let's Play. Habe ich auch erst 2011 oder so angefangen. Spiele ich so oft, merkt man. Yay, und. Hallo? Die cheaten doch. Die haben doch Aimbot an. Natürlich sind die Bots an, die sind ja Bots. Die haben auch irgendwie 360 Grad Sicht, oder? Oh. Irgendjemand hat gewonnen. Ja, ich habe Excellent bekommen, wow. Das ist voll toll. Ich habe keine Ahnung, weil ich das hochlade, vor allem da ich ja irgendwie nicht mehr so viel Traffic machen soll. Weil waren das nur irgendwie 250 GB oder so im Monat? Was praktisch gar nichts ist. Ich meine, hallo, das habe ich schon mit 6000 DSL hinbekommen.
Kackscheiß da, so. Was, ich hab doch die Lasergun eben aufgesammelt. Was, ich hab dich doch frontal in die Fresse geschmeißt. Ey. Ist mir hier ständig meine Kills klauen. Kann man sich irgendwie einstellen, wenn die Bots einen killen, den ich angeschossen habe, sterben sie und ich krieg 2 Kills gut geschrieben. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Ich wollte jetzt meine Waffe haben. Ich hätte gerne mal eine gute Waffe. Wie wär's denn mit einer, keine Ahnung, der Nuke? Das war völlig falsches Spiel, aber hey. Tony Hawk, Turok, wo ist denn der Unterschied? Der eine reitet auf Dinosauriern, der andere fährt halt Skateboard. Tschüss. So, schrei nicht so laut. Wächst die Nachbarn auf. Ist schon spät. Wie zur Hölle? Was hast du jetzt gemacht? Die laufen auch schneller als ich, merke ich gleich. Die cheaten voll. Ja, das war nicht so meine Absicht, aber okay. Ja, toll. Die schießen schon auf mich, bevor ich durch das Portal laufe. Was soll denn der Unsinn? Was soll der Unsinn? Ich sollte hier 20 Kills schaffen. Das geht ja gar nicht. Was so? Ich habe keine Ahnung, woher, aber okay. Woher auch immer. Hauptsache nur meine Waffen klauen. Ja, das sieht schon anders aus. Gibt es hier nicht irgendwo mal was Richtiges wie Unsichtbarkeit, Quad Damage für 2 Stunden oder sowas? Das war jetzt nicht so geplant. Aber hey, Railgun, kann ich voll mit umgehen? Mit umgehen meine ich kann das überhaupt nicht. Guck ich nochmal runter. Ich bleib da lieber nicht stehen. Ist eine gute Idee, in Quake erstmal stehen zu bleiben. Ist allseits bekannt. Gibt's die Railgun? Warum gibt es die Railgun nicht als Maschinenpistole? Das wäre genau meine Waffe. Dann noch mit viel Munition und alles wird gut. Ey. Er ist weg. Feigling. Ich wollte gerade ausholen, um ihn in Stücke zu reißen. Mit meiner Faust. Hat die Railgun? Das fühlt sich an wie die Railgun. Es drückt im Gesicht wie die Railgun. Oh, ich habe keine Munition mehr dafür. Licht da hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee. Vermutlich nicht. So. Die Raketen sind so schnell. Kann man die auch in Zeitlupe haben? Kann man das Spiel auch in Zeitlupe spielen? Das wäre genau mein Ding, glaube ich. Das sind ultra slow motion. Und vielleicht auch ein bisschen langsamer. Irgendwie habe ich immer so leichte Frame Drops auf 85 Frames. Ich weiß auch nicht warum. Dabei habe ich im Hintergrund gar nichts mehr laufen. Glaube ich. Keine Ahnung, vielleicht doch. Das Spiel ist so einfach, da hat meine Grafikkarte keine Lust, irgendwas zu berechnen. Oder, ich weiß nicht, rechnet hier schon die Grafikkarte? Bei allen Spielen war das immer die CPU oder so. So, hallo, ich habe die Railgun. Konnte man mich auch zoomen? Ah, da. Bringt mir total viel auf. So, in der wieso kann ich da nicht die Gegner durch erschießen? Durch das Portal durch. Ich meine, ich kann da auch durchlaufen. Warum nicht meine Kugeln und Schüsse und Raketen und Laserlichtlinien, was auch immer die Railgun verschießt. Mal verschießt die irgendwas unglaublich Schnelles. Ja doch. Railguns waren die, wo mit annähernd Lichtgeschwindigkeit Objekte verschießen. Oder mit, was heißt annähernd Lichtgeschwindigkeit? Sehr hohe Geschwindigkeit. Mit Kilometer pro Sekunde, so. Steve, ja voll toll. Fast so gut wie beim ersten Mal. Der hat, wo hat er zur Hölle schon so einen Raketenwerfer her? Hat ihn aufgesammelt. Ich hab die Lead verloren. Ja, ich glaube, ich habe da auch ein Loch in der Hose. In der einen, die ich da habe, da fällt ständig der Lead raus. Wow. Ich bin gerade voll lustig, ich weiß. Du hast den Clown gefressen, ne? Ja, ich bin schon echt lustig. Ich möchte sich jedes Mal wieder in den Kopf schießen, wenn man mir zuhört. Na ja, wo schießt er denn hin? Mein Aimbot braucht noch etwas Feinjustierung. Kann mir jemand einen guten Aimbot für Open Arena empfehlen? Skill von... Was zur Hölle ist jetzt passiert? Was? Wie? Ich bin doch da eben noch und dann... Was? Das ist so physikalisch doch gar nicht möglich. Ich hasse diese physikalisch nicht korrekten Spiele. Könnte man das bitte mal ändern? Ah, yeah, ich bin 5. Platz. Ja, ich bin schon auf Top 5. Ich komme unter die Top 5. Ich bin also schon recht gut.
Ja, also die Top 5 schaffe ich inzwischen in der Runde. Das ist schon mal gut, ne? Kann auch nicht jeder. Schon mal Skill. Wenn die Top 5 kommen, bedeutet schon mal Skill. Ja, also macht das mal nach, ne? Kommt das mal in die Top 5. Ist vielleicht nicht der Beste, aber hey, Top 5. Oh, ich habe keine Munition mehr für die guten Waffen. Gut, nehmen wir die nicht so gute Waffe. Wenn sie die gute Waffe hat. Wow. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber hey. Oh fuck, da hat irgendjemand die Railgun. Ich mag das nicht. Die Bots können damit viel zu schnell töten, ich nicht. Ich habe in die falsche Richtung geguckt, hey. Ich hätte gerne einen Raketenwerfer. Danke. Genau, was mir der Arzt geschrieben hat. Ein Raketenwerfer. Das hilft gut gegen die Idiotien in deiner Umgebung. Verdammt. Ich brauche einen größeren Raketenwerfer. Ich hätte gerne einen, der 3 Raketen verschießt, wie der in Turok 2. Weiß nicht, in Turok 1. Turok 1 habe ich nie gespielt, ich weiß auch nicht warum. Das ging. Also ich habe es mal angespielt, aber nie wirklich. Bis sie jetzt sagen können, ja. Ja, ich habe es gespielt. Danke für den. Hat er sich jetzt selbst gekillt? Ich weiß nicht so genau. Ich nehme mal so ein bisschen Heilung, wäre toll. So, ich schieße aber mal irgendwo hin. Das passt schon. Ich treffe dann schon irgendwas. Irgendwas trifft man immer. Zum Beispiel mich selbst. Sich selbst treffen geht immer wieder. Kann man. Verdammt, eben war doch da noch einer. Da. Ja, das versuchen wir gleich nochmal. Hey, ich bin immer noch auf Platz 5. Ich halte mich tapfer. Auf dem 5. Platz. Immer noch unter den Top 5, ja? Manche schaffen es ja nicht mehr unter die Top 10. Was? Warum habe ich jetzt keinen Punkt bekommen? Warum können Gegner in mich spawnen? Oder fast in mich. In mir. Frauen sollten nicht in mir spawnen. Ich sollte vielleicht in Frauen spawnen, aber nicht andersrum. Das ist sehr sexistisch. Ja, das ist. Hallo? Geht ja gar nicht. Hier mit Raketen rumschießen. So, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Hey, ich hab excellent. Weil ich eine alte Frau, wie es aussieht, auf die Bahngleise geschubst habe. Also, so ähnlich sieht dieses Symbol aus. Jetzt schon wieder. Jetzt haben die Gegner immer bessere Waffen als ich und das immer in Bruchteilen der Zeit. Ich hab, brauche um. Was zur Hölle? Low Ammo Warning, ich hab's gesehen. Ich bräuchte erstmal eine vernünftige Waffe. Das Spiel hat keine vernünftigen Waffen. Nicht so wie Turok, das hat einen Klingenwind. Klingt der deutsche Name sogar deutlich besser als der. Du Arschloch! Hallo? Das war meine? Na, dann verliert das ja auch noch. Toll. Weil es so blöd ist, eine Waffe zu halten. Ich hätte gerne eine gute Waffe. Boah, Klingenwind wäre jetzt schon geil. Zu gewinnen wäre auch recht geil. Ja, das wird wohl nicht passieren. Nee, glaube ich. So, nehmen wir auch mal mit. Wechsel mal auf die Waffe. Hab ich noch was gesehen? Dieses scheiß Ding, ne? Fliegt das bei denen schräg oder bilde ich mir das nur ein? Oh, bilde ich mir alles nur ein? Das täuscht alles, ich weiß. Super, die springen raus und schießen erstmal auf mich. Wir wissen natürlich direkt, dass ich da noch stehe. Völlig normal. Ich kann auch immer durch Teleporter, durch die ich nicht durchschauen kann, durchschauen. Was ist denn hier keiner? Das macht mir Angst. So, wir laufen mal entspannt weiter. Weißt du, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Sind sie schon wieder zu zweit? Ich hasse es. Könnt ihr euch nicht in eine Reihe aufstellen?
in einer Reihe aufstellen und dann euch schön einzeln wegschießen lassen. Ich habe natürlich die total perfekte Waffe für mich, weil ich mit der Waffe so gut umgehen kann. Bleiben wir mal stehen, was soll schon passieren? Ich fliege zum Beispiel einfach mal durch das Portal und nehme gleich meine andere Waffe, glaube ich. Aber hey, ich schaff's immer noch auf Platz 5, das ist doch schon mal etwas. Ein Hallo. Ich hab sogar einen Kill geschafft, ja. Ganzen Kill. Fast so viel wie vorhin, da waren es 8. Man merkt richtig den Fortschritt gegenüber meinen letzten Aufnahme, wo ich ein ganzes Level geschafft habe. Ruhe hier, ich bin da. Tschüss, geh weg. Ah, hier sind Gegner, das macht mir Angst. Das ist wie, als wenn hier keine Gegner sind, nur mit dem Unterschied. Das macht mir auch Angst, nur mit dem Unterschied, dass hier jetzt Gegner sind. Ich töte euch mal, ja? Weil ihr stört mich irgendwie. Japanische Schulmädchen. Gefährlich. Ist bekannt. Sind sehr gefährliche Gegner. Ich habe fast keine Munition mehr. Ich brauche neue Munition. Ja, kommen wir jetzt irgendwie. Erstmal schießen, während ich noch die Wand angucke. Mache ich auch immer. So, ich schieße einfach nochmal. Vielleicht treffen wir irgendwas. Nein, gut. Na toll, irgendeiner hat gleich schon wieder gewonnen. Während ich 6 Kills habe. Ich habe 6, hey. Immerhin besser als die Bots, ne? Habe ich immerhin etwas, das Demo nicht hat. Das ist doch auch schon mal schön, ne? Verdammt, jetzt habe ich nur noch 7. Toll. Wer will denn 7, wenn er 6 haben kann? 7 mal 7, ganz feiner Sand. Ich glaube nicht, dass ich 7 mal 7 in der Runde schaffe. Allein schon, weil es macht 20 Kills aufhört. Und ich habe hab die Railgun aufgenommen, hey. Ich habe schon wieder eine alte Frau auf die Bahngleise geschubst. Bin stolz auf mich. Wenn ich schon nichts in dem Spiel gebacken bekomme. Geht gleich die Munition aus, das ist glaube ich nicht so gut. Habe ich gehört, das soll nicht so gut sein, wenn einem hier die Munition ausgeht. Ach was, ich habe ja noch meine, mein Brotschneidemesser da irgendwo hier. Schneide ich immer mein Brot mit. Brot stehe ich drauf, deswegen ist das. Toll, ich habe eine Schrotflinte. Die zoomen kann, ja. Ja. Das konnte die in Halo zoomen? Ich weiß gar nicht mehr. Die Pistole konnte es. Ich glaube, die Flinte auch, aber nur zweifach, ne? Hier kann alles zoomen, sehr gut. Ist natürlich sehr sinnvoll, weil. Schrotflinte zoomen. Schrotflinte braucht einfach zoomen, ne? Ich meine, das ist ja eindeutig eine Fernkampfwaffe. Ich meine, da ist schon das Wort Flinte drin und Flinten, ne? Schießt man immer auf Entfernungen. Wow. Ich bin nicht getroffen worden. Ja, toll. Ich bin so gut, nicht mal. Ich kann mich töten. Ich kann mich töten. In der Lage, mich selbst zu töten, so gut bin ich. Es kommt natürlich noch ein zweiter. Ich meine, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied, weil ich auch verloren hätte, wenn nur einer gekommen wäre, aber. Hä? Irgendwas schießt schon wieder auf mich und ich habe keine Ahnung was, deswegen muss ich jetzt mal die Taste suchen, die ich suche. Ich muss die Taste suchen, die ich suche. Ich suche gerade, welche Taste ich suchen möchte. Hat das Ding überhaupt begrenzt Reichweite oder geht es einfach über die ganze Karte? Keine Ahnung. Also hier jetzt nicht irgendwie ein Quake 3. So, ich brauche gerne eine neue. Ich muss mal die Taste. Welche Taste liegt denn das? Ach, auf der 5. Ne, auf der 6. Ich muss 6 drücken. 6 drückt man nicht. 6 hat man doch normalerweise. Hä? Ach, da. Okay, ich glaube, die Waffe will ich jetzt sofort immer haben. Ja, gut. Der war jetzt natürlich schön. Ich dachte, ich würde ihn bekommen, bevor die. Oh, dieses scheiß japanische Schulmädchen. Geht zurück in eure Tentakel-Hentais und. Was dafür gewaltigen, aber hört auf mich zu gewaltigen. Einfach nicht schön. Ist einfach nicht schön. Also, wenn andere vergewaltigt werden, dann geht das ja noch. Aber ich, nee, das geht gar nicht. Ey! So war das nicht geplant. Wo lande ich denn hier? Ah, beim großen Helf hier. Bei dem Mega-Ding, ne? Voll mega. Mega gut drauf, ey. Ich hab mega die Skills. Ja.
Ich habe mega keine Ammo mehr. Aber ich habe ja noch die Kettensäge. Kettensäge. Das sieht aus wie eine Kettensäge. Hallo, Hilfe. Hilfe. Und erst haben wir natürlich die Waffe auf, die ich gerne haben möchte. Ja, ich liebe es, wenn kein Spawnschutz existiert in Spielen. Habe ich das schon mal erwähnt? Das geht mir jedes Mal wieder auf den Sack, wenn sowas nicht existiert. Ich meine, du spawnst und kriegst direkt eine Rakete in die Fresse und bist wieder tot. Es mag an mir liegen, aber ich finde sowas immer leicht unfair. Vor allem, weil du dann teilweise nicht mal was dagegen machen kannst. So, hallo. Ich habe Mega-Health. Ich halte was aus. Wo sind die Gegner? Und tschüss. Fuck. Keine Munition mehr. Fuck, ich habe noch einen Raketenwerfer. Fuck it, da ist noch einer. Voll ins Gesicht. Das drückt heute Morgen beim Morgen. Das drückt morgen im Gesicht, wenn er aufwacht. Verdammt, ich habe ewig die Kills gemacht und immer noch nur 5 Punkte. 5 Punkte, ja, ja. 10 habe. Wow, ich habe schon 10 geschafft, hey. Bleiben die manchmal stehen, um was zu schreiben, oder wie läuft das? Manchmal habe ich das Gefühl, die bleiben einfach stehen. Finde ich gut. Finde gut, wenn der Gegner einfach mal stehen bleibt. So, jetzt habe ich wieder meine Lieblingswaffe, glaube ich. Ja, die Reichweite ist recht hoch von dem Ding. Finde ich schon mal gut. Habe ich das Mega-Health? Ich habe das Mega-Health. Finde ich auch gut, dass ich das habe. Fuck, ich habe keine Munition mehr. Das finde ich jetzt nicht so gut. Das ist jetzt, da bin ich natürlich kaum noch Health. Health. Help! Ich habe keine Help. Oh, ganz toll. Jetzt habe ich auch keine Munition mehr für die Gun. Für die Gun. Mhm. Ja, für die Gun schon. Jetzt hat er meine Munition mitgenommen. Ich glaube, das hackt. Ich möchte mich, glaube ich, immer möglichst hier in dem Bereich aufhalten. Ich laufe hier einmal rum. Nehme so ein bisschen Armor und Gesundheit mit. Aber nur ein bisschen, ne? Nicht, dass die Gegner plötzlich dann irgendwie unterlegen wären. Das will man ja auch nicht. Oh, Mega-Health. Das behalte ich doch gleich. Das behalte ich. Nein, ich gebe es wieder ab. Wie gebe ich denn das Mega-Health weg? Wie kann ich hier meinen Teamkameraden was geben? Teamkameraden, ja, ja. Hm? Das ist mein Team. Der schießt gerne auf mich. Die machen ja natürlich nur Spaß, das weiß ich. Nein. Kann sie nur noch um Stunden handeln, dann habe ich es geschafft. Und bin endgültig verrückt geworden. Das ist doch Ziel des Spiels, oder? Völlig verrückt zu werden. Wow, ich habe ihn getroffen. Aber der ist einer mit diesem... Das ist... Die Waffe will ich haben. Hört auf, sie mir wegzunehmen. Hört auf, mich durch die Gegend zu sprengen. Ich hab noch einen Kill gemacht. Nennt mich Gott und malt mich grün an. Wobei, rot ist besser, ne? Rot wäre besser, wenn ich mich anwarnen würdet, aber... Zur Not tut's auch... Grün. Ich habe eine Schrotflinte, ich habe Mega Health, ich habe Raketenwerfer. Hey, hey, hey. Wenn ich damit jetzt auch umgehen könnte. Ah, ah, hast du gesehen? Hast du gesehen? Jetzt kommen sie schon aus zwei Richtungen, ja. Yeah, geht nach Hause, Jungs. Jetzt drehe ich auf. Scheiße, jetzt habe ich keine Munition mehr. Drehe ich die Munition runter. Ich droppe die Granaten. Ich hätte gerne. Ja, ich würde mich gerne mal selbst töten. Das bringt so viele Punkte. Minus 1, ne? Wenn ich es schaffe, den Zähler des negativen Wertes zum Überlaufen zu bringen. Danke. Ich spawn wieder irgendwo richtig beschissen. Wo war ich? Wenn ich schaffe, den Negativzähler zu überlaufen, bevor das Spiel vorbei ist, dann springt er in den Pluswert und ich gewinne. Aha. Ich muss nur so oft genug mich selbst töten, bevor die, Mega helfen. Gewinnen. So. Hallo. Tschüss. So. So nicht anders jetzt gemacht. Hab gesehen, ne? Einfach so, ne? Und dann Busch tot. Dann ist Busch tot.
Ihr wisst schon, der sprechende Dornbusch oder wie der Typ heißt. Hieß. Kirche ist gegen Drogen. Und jetzt predigt zu unserem Sporn Dornbusch. Fuck. Da will ich lang. Da ist Panzerung, da wollen wir lang. Das schießen Leute mit Raketen rum. Da möchte ich, glaube ich, gar nicht hin. Ich finde die Gun auch so leicht scheiße gelegt. So direkt am Teleporter und so, ne? Wo die Gegner ständig langlaufen. Wer hätte denn gedacht, da wäre doch ein guter Punkt, um eine Waffe hinzulegen. So, Panzerung, die nichts bringt. Ich meine, ernsthaft, was bringt die Panzerung hier? Das könnte ich mir auch gleich einen Pulli anziehen. Es hat den gleichen Effekt. Ein Pulli. Pulli würde mich wahrscheinlich richtig schützen. Panzerung hier ist doch aus. Keine Ahnung. Das ist feinster, unsichtbarer, nicht schützender Stoff, ja? Möchte ich hier mal klarstellen, ne? Bleib doch mal stehen, du Arschloch. Wo kamen die denn jetzt her? Ach ja, richtig, die spawnen da. Spawnt man da? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich. Vielleicht hat sie auch einfach herteleportiert. Wer weiß das schon. So, mega health, alles ist gut. Ich treff die damit immer so schwierig. Weiß auch nicht, irgendwas mache ich falsch. Gibt es davon irgendwo mal Munition hier? Nein. Naja, scheinbar nicht. Nee. Ich kann hier nur einmal im Kreis laufen und dann irgendwas anderes mitnehmen. Aber hauptsächlich habe ich eine alte Oma von dem Zug geschubst, das ist immer gut. Einfach mal auch in der Realität machen. Alte Omas vor dem Zugschutz schubsen. Schützen. Vor dem Zug schützen. Hä? Wo ist denn der hin? Heilige Scheiße, so. Ich liede. Bin voll der Liedertyp. Ich war auch früher schon nicht Klassensprecher. Hat mir voll gezielt. Ja, das ist die Waffe, die ich jetzt haben will. Ganz genau. Ich glaube, ich hab's getroffen. Ich hab. Wow. Jetzt gehe ich voll ab, alle. Ich mach Kills mit der Railgun. Jetzt hat er nicht geschossen. Psst. Scheiß Nachladezeit. Hätte sich das denn ausgedacht? Eine Waffe mit Nachladezeit, also wirklich. Wer hat sich den absurden Unsinn ausgedacht? Fuck. Okay, schieße ihn damit tot. Hab ich auch kein Problem mit, natürlich nicht. Ich bin voll der Railgun Pro. Railgun ist genau mein Ding, Mann. Das ist mein 77. Vorname. Oh nein, Moment, der war Gaygun, ne? Das Ding schießt so langsam, ist der Wahnsinn. Wenn du vorbeigeschossen hast, ist es schon vorbei. Das ist dann echt beschissen, wenn du vorbeigeschossen hast. Jetzt wollte ich einen Wortwitz machen, aber der ging daneben. Hallo? Hallo? Ich bin mir nicht sicher, was hier abgeht. Ich habe schon wieder Wahnvorstellungen. Ich guck mal kurz auf die Score-Table, Alter. Das krasse Score-Table-Board, ey. Ja, ganz toll. Das war mein Kill, ja? Hör auf, meine Kills zu klauen. Gibt's dafür denn nirgendwo Munition? Ich sehe zumindest irgendwo welche. Ich sehe für alles mögliche Munition. Wo ich hier vielleicht? Hier will ich gleich wieder weg, glaube ich. Ja, ich habe ihn voll nicht getroffen. Aber die Gegner haben ihn voll getroffen, ne? Hast du... Ach, leck mich. Er hat einen Raketenwerfer. Deine Raketen sind viel stärker und zielsuchender als meine. Sie haben eine viel bessere... Ach, da unten ist Munition für die Knarre. Ja, dann soll ich vielleicht da unten hingehen. Ja, das sagt sie so einfach. Da ist halt wieder irgendwo Health oder sowas. Health. Health. Brauch mal Hilfe, wo ist die Hilfefunktion? Ah! Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. So dachte ich mir, wäre das ganz gut, wenn ich es machen würde. Moment, schießen.
Wer nimmt denn diesen scheiß Granatwerfer? Die Bots. Wobei die wahrscheinlich sogar noch eine reelle Chance haben, damit jemanden zu killen. Im Gegensatz zu mir. So. Wir nehmen mal die 10 Armor auf, das wird's voll bringen. Und weg. Und wow. Hey, hey. Ich habe wieder eine alte Oma vorhin zugeschubst. Ich bin stolz auf mich. So. Ich habe noch Munition für das Ding. Hört auf, meine Kills zu machen. Die will ich machen. Ack, wechsel doch die Waffe. Der automatische Waffenwechsel dauert zu lang. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht aufhöre, auf Feuern zu klicken, wenn die Munition alle ist, weil... Wer hört denn schon auf zu schießen? Bloß weil die Munition alle ist. Bitte. CNC schießen sie auch 5 Stunden lang ohne. Mal irgendwann nachladen. Enge Gänge sind unangenehm, wenn man nur gegen jemanden mit Raketenwaffe kämpft. Man will immer noch drücken, aber es kommt nichts mehr. Kackwaffen. Ich brauche mehr Munition. Ich brauche mehr Munition. Können wir mal jemandem unendlich Munitionscheat geben? Und den unendlich Gesundheitscheat und den mehr Schaden macht Cheat? Hallo, wechsel halt endlich die Waffe. So muss ich das manuell drücken, ist doch voll kacke. Und wieso liegt hier keine Munition rum? Das ist Shotgun-Munition, ich hab keine Shotgun. Ne, Moment, das war eine Shotgun. Ja toll, ich hätte gerne mal richtige Munition für richtige Waffen. War doch vorhin da, oder nicht? Ich hätte jetzt... Ach nee, die liegt auch nicht mehr da. Na, ganz toll. Oh nö, die Railgun muss das... Ja, das muss sein. Scheinbar muss das sein. Geh weg. So, Raketenwaffe. Toni. Ich kenne jemanden, der heißt Toni. Der war allerdings etwas dicker. Ich bin so überhaupt nicht fast tot, zum Glück. Naja. Ich bin zum Glück so überhaupt nicht tot. Sehr gut. Schon bevor ich war tot, das war ja voll scheiße. So ein... Ich muss hier mal kurz sicherheitshalber mal hier die Aufnahme neu starten. Kennt man ja inzwischen. Weil irgendwie, keine Ahnung. Yeah. Okay, ich habe hier irgendwie einen Strohhalm bekommen, weil ich eine alte Oma vor die Bahngleise geschubst habe. Wieso liegt an der Waffe keine Munition rum? Hier so, das wäre doch praktisch. So. Feierabend. Wieso trifft bei dem Ding so schlecht? Wieso ist das Ding nicht zielsuchend? Das fände ich viel schöner. Also wenn... Was zur Hölle? Nee, hier liegt keine Munition rum. Lag die hier nicht rum? Wo lag die Munition rum? Ich würde sie gerne wiederfinden. Da liegt Lightning-Munition rum. Schnauze! Ey, nicht auf mich schießen. Ich bin ein Freund. Ich will nur Gutes von euch. Ich will nur das Beste für euch. Von euch. Eure inneren Organe und so. Da liegt eins rum. Keine Ahnung, wer... Hä? Ich hab die Knarre? Wieso sagt mir das kein... Ich hab die Rakete gesehen. Ich hab sie doch mit den Zähnen aufgefangen. Hallo? Hab doch mal gesehen, dass ich die gefangen habe mit den Zähnen. Wieso bin ich da jetzt gestorben? Voll verbuggt das Spiel. Geht ja gar nicht. Muss ich mal den Entwickler melden. Das Fangen der Raketen mit den Zähnen ist verbuggt. Toll, da hatten wir schon mal Munition und die schöne Knarre und dann, die auch scheiße ist, irgendwie alle Knarren hier, aber sagt's keinem. Fuck it! Ich sollte nicht an Wänden stehen, aber das ist so schwierig hier oben. Nein! Geht weg, hört auf mich zu schießen. Ich schieße erst mal, bevor ich irgendwo hinlaufe. Ja, hau doch ab. Wo ist denn da ein? Ach, da ist ein. Schießt auf mich, aber ich sehe nie einen. Will ich mal aufhören, sich unsichtbar zu machen?
Können wir aufhören, so viel Schaden zu machen oder plötzlich vor mir zu spawnen, mir die Waffen wegzunehmen? Ist doch scheiße. Würdet ihr bitte mal alle sterben? Wenn ich euch treffe, so dass ich auch die Kills bekomme. Nein! Fick die Schulter! Ah, und er hat natürlich wieder eine Rakete bekommen. Wie machen die überhaupt diese komischen Saltos? Kann ich die auch machen? Mache ich die auch? Ich weiß es nicht. Schön. Ich kann jetzt entweder stehen bleiben oder weiterlaufen. Beides ist irgendwie scheiße. Dieses Spiel mag mich nicht. Ein sehr rassistisches Spiel. Fickt euch doch. Ich habe nicht so viel Munition mit dem Ding und das verbraucht die so schnell und macht dabei viel zu wenig Schaden. Jetzt hat die auch noch die Knarre. So, jetzt nicht mehr. So, Ruhe jetzt hier. Ich hätte gerne mal wieder wegen Mega Super Health. Ich hätte gerne mal die Waffe gewechselt, aber... Boah, danke. Genau, was mir der Arzt wohl früh verschrieben. Danke, ja, das hat der Arzt mir nicht verschrieben. Hallo, bleibst du? Was soll denn der Unsinn? Ist hier nicht Stabhochsprung, ja? Nein, das ist Raketenhochsprung. Ich nehme mal schnell das hier mit und dann geht's entspannt heiter weiter. Fick dich doch. Sterbt doch auch mal, wenn ich euch treffe. Ah, Mega Health. Das hat mir der Arzt empfohlen. Ich soll mir nicht so viele Raketen ins Gesicht schießen lassen und mir Mega Health nehmen. Dann wird's wieder besser mit meinem Rücken. Ich hab's dann nicht so schlimm im Rücken. Hallo, stirbst du irgendwann mal? Hab ich nicht eben Munition für die Knarre aufgesammelt? Was zur Hölle soll der Unsinn? Wie viel ist denn in diesem Munitionpack drin? 2 Kugeln. So, wir schießen sie jetzt aber nochmal in das Portal und laufen weiter im Kreis, wie es aussieht. Und lassen uns dann töten. Ja, die Regeln will ich nicht. Das ist nicht meine Knarre, glaube ich. Das Ding hat halt auch nur 100 Schuss, ne? Wie willst du dem denn ausweichen? Was auch immer Dämon sagt, das ist gelogen. Das funktioniert schon mal nicht. Ja, das habe ich schon alles probiert. Funktioniert alles nicht. Es funktioniert nur, wenn du so ein Aimbot hast. Ja, aber... Aimbot kann ja jeder spielen. Siehe Dämon, ne? Sogar er ist mit Aimbot gut. Na gut. Hey, ich bin immerhin schon auf dem 5. Platz, habe ich mir vorgearbeitet. Wieso habe ich... Ich habe doch 2 Mal Munition für das Ding aufgehoben. Dann habe ich immer noch so wenig... Nein, die Reichweite von dem Ding ist scheinbar doch extrem stark begrenzt. Psst. So eine Scheiße. Ich nehme mal wegen extra Health mit, das wird es bestimmt bringen. Nein, wird's nicht. Aber das war ja klar. So. Für Munition kann ich überhaupt maximal tragen. 100 Schuss. Ja, wahrscheinlich. Aber hey, wenigstens habe ich wieder eine alte Oma vor den Bahn geschubst. Ist doch schon mal was Schönes. So, aber jetzt hat sie natürlich die Schrotflinte und ist nämlich viel, viel mächtiger als ich und wird erschossen. Tja, scheiße gelaufen, wa? Die nehmen mir ständig meine Waffen weg. Und können damit auch noch besser umgehen als ich. Ne, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Alles ist ja bloß ein Testvideo zu Testzwecken. Also primär. Beziehungsweise nicht dieses Video, sondern nur ein kleiner Ausschnitt davon. So, ungefähr. Ach, diese verfickten Railguns. Ich würde die gerne ausstellen. Hat mir mal eine Kill geklaut. Hat mir eine Kill geklaut. Einfach mal losfeuern, komm. Ich
Ich hätte gerne MG-Variante davon. Gibt's viel zu wenig Spiele, haben Raketen-MGs. Oder MPs. So. Ich muss doch mal mit Lenkrad spielen, glaube ich. Dann wird's vielleicht besser. Aber ich habe kein Lenkrad. Deswegen kann ich Shooter nicht mit Lenkrad spielen. Ich kann auch keine Strategiespiele mit Lenkrad spielen. Das ist voll deprimierend. Das ist echt deprimierend, wenn ihr Strategiespiele nicht mit Lenkrad spielen könnt. Das ist... Ich sage euch, das macht euch fertig. Ihr seid einfach so unterlegen gegenüber denen, wo Lenkrad haben. Vielleicht soll ich mal Autowaffenwechsel einschalten. Nee, dann wechselt er wahrscheinlich auf ganz komische Waffen immer. Ich glaube, das Spiel sieht auch den Granatwerfer irgendwie als gut an. Meine ich mich zu erinnern, aber der ist totaler Müll. Ist ja den Gegner hin, haben ihn, aber das ist eh die Waffe dreimal so stark. Und zielsuchend und hat unendlich Munition und 10.000-fache Reichweite und keine Ahnung, und schießt durch Wände und sowieso und überhaupt. Sind denn die ständig? Ich wüsste mal gern, was die so für... Ja, ich habe sie getötet. Bin fast schon gut. Ich habe ihn auch getötet. Bin fast schon richtig gut. Ich habe 101 Schuss. Ich liebe es. Den Rest von dem Magazin der neuen Waffe werfe ich immer weg, weil... Ist ekelhaft, 200 Schuss mit sich rumzutragen. Macht ihr bestimmt, würdet ihr im Krieg wahrscheinlich genauso machen, ne? Ich schieße ihm direkt ins Gesicht und mache trotzdem noch kaum Schaden. Ist doch einfach nicht wahr. Ich hab zwar keine Ahnung, wo ich jetzt eben hingeschossen habe, aber. Passt schon irgendwie. Irgendwas trifft man schon. Wenn man es nur sich selbst so. Mega Health, bitte, danke. Ich sollte nicht die Hälfte meiner Munition daneben schießen. Ach was. Dann würde ich am Ende noch gewinnen. Das geht ja gar nicht. Voll der ekelhafte Gedanke, dann wäre es jetzt ja bald vorbei, wenn ich gewinnen würde. Verdammt, ich hab. Was da? Jetzt kommt schon wieder einer mit der Railgun. Ich hasse es! Du spawnst und dann siehst du schon die Rakete, wie sie dich trifft. Mehr oder weniger. Ja, hau wieder ab, Feigling! Schieß mal wieder voll überhaupt nicht daneben. Erstmal dieses mega Hey Alt mitnehmen. Hey Alter! Hab ich voll deine Gesundheit geklaut. Er droppt natürlich die Munition nicht mehr. Hat er gefressen, bevor er gestorben ist, wahrscheinlich. Ich trau mich hier nicht weg. Ich bin fast tot. Das ist im Spiel immer ein gutes Zeichen, dass alles richtig läuft, wenn man fast tot ist. Alles, was ich hinbekomme, ist, alte Frauen vor die Bahn zu schubsen. Gibt's da keinen alte Bahn vor die Frauen schubsen? Alte Frauen vor die Bahn schubsen Simulator? Das wäre vielleicht eher was für mich. Schieß einfach mal zurück. Was soll schon schief gehen? Ich brauche größere Raketen. Ich brauche größere Waffen. Wo findet man denn hier den Atomraketenwerfer? Ich töte ich jetzt erstmal. Und dann weiß ich auch nicht. Ich laufe erstmal dahin und nehme die Shield-Shards mit. Was auch immer das genau darstellen soll. Hänge ich mir dann vielleicht um den Hals oder sowas. Ich weiß nicht genau. Bin mir das selbst nicht sicher, was ich mit denen mache. Nehme erstmal 100 Schuss Munition mit. Weil ich die Munition aus der Waffe ja immer wegschmeiße, nachdem ich die Waffe aufgesammelt habe. Also die neue Waffe jetzt. Fuck you. Stirb doch endlich. Mach's einem doch nicht so schwer. Ist ja wie eine Frau. Mach's einem unglaublich schwer. Und dann beschweren sie dich noch.
Ach, ich hab die Schuffeln und nicht die Maschinengewehre. Wunder mich, warum ich so wenig Kugeln rauslasse. Ich habe auch keine andere bessere Waffe. Okay. Ich hätte jetzt gerne mal Leben, bevor die mich trifft mit ihrem scheiß Raketenwerfer. Denn dann überlebe ich sie vielleicht lang genug, um sie. Wo sind jetzt schon wieder hin? Immer feige abhauen, ne? Mach ich doch auch nicht. Ich kämpfe immer bis zum letzten. Bis sie mich zerfetzen. Auch einen größeren Raketenwerfer. Wo finde ich denn hier die Atomraketen? Sagt mir das doch endlich mal einer. Hat er eh keine Munition mehr. Was ist da? Da kann man auch hoch? Okay. Gut, ich das auch mal mitbekommen, so nachdem ich das Level inzwischen fast eine Stunde spiele. So. Ziehen wir wieder diese nicht schützende Rüstung an. Könnte auch ein Bug sein, vielleicht schützt die Rüstung sogar weniger, als wenn man keine hat. Sollte man mal fixen, diesen Bug so. Ja, die Rüstung ist so beschissen, sie zerfällt, wenn man zu viel Rüstung aufeinander hat. Es schmilzt praktisch mit der Rest der Rüstung. Wird aber auch nicht besser. Die verschimmelt praktisch, weil sie so scheiße ist. Ich treffe ihn auf der Entfernung schon nicht mehr und ich habe gleich keine Munition mehr für die Knarre. Hast du eben. So, ich gehe mal dich jagen. Wow. Ja, ich habe schon wieder voll die Erfolgsaussichten. Voll die hohen Erfolgschancen. Ich schieße hier mit Granaten rum. Mach ich doch auch nicht. Hauptsache, weil der Granatwerfer voll. Wo kam die jetzt her? Das war jetzt nicht die, wo die geschossen hat, oder? Nee, kannst du mir nicht erzählen. Was bringt es überhaupt, wenn ich Munition aufhebe, bevor ich die Waffe habe? Ich habe schon nach eh nur 100 Schuss für die Knarre, oder? Hab wieder was nicht mitbekommen. Ich will die Waffe damit noch haben, bitte. Damit treffe ich wenigstens gelegentlich etwas. Ja, ich habe wieder nur 100 Schuss, obwohl ich eben Munition aufgesammelt habe. Mit anderen Worten, Munition aufzusammeln, bevor man die Waffe hat, ist völlig sinnfrei, weil die wird direkt weggeworfen. Nur scheiß Munition habe ich schon, weg damit. Wie im echten Krieg. Ich meine, klar, werfe ich auch immer. Würde ich auch machen, wenn ich gegen andere Leute... Okay, ich würde auch respawnen, ja, ich würde öfters respawnen, als erlaubt ist, aber hey... Bitte sterben. Hallo? Danke. Wäre er so freundlich, mal sein Leben zu beenden? Nein, leck mich. Wärst du so freundlich, deine Lebensfunktion einzustellen? Ja, ich werde sicherlich noch gewinnen, weil ich da höchstwahrscheinlich. Nur halt nicht in diesem Match. Jetzt habe ich es nicht mal mehr hinbekommen, eine alte Oma vor dem Zug zu schubsen. So, Waffenwechsel. Das wollte ich jetzt nicht. Oh hey, ich habe erstmal einen Kill gemacht. Stirb doch mal, lass sie doch mal treffen. Hört doch mal auf, durch Portale zu kommen und auf mich zu schießen. Ich lebe noch, ich lebe noch. Versuch's doch nochmal. Nein, lass es lieber. Das war bloß ein Witz. Du schaffst es eh nicht. So, mehr Panzerung bitte. Ist auch noch die Gute. Naja, die Gute, die ist schon wieder verschimmelt. So, noch mehr Panzerung, wo verschimmeln kann. Hallo. Bleib doch mal da! Es ist doch witzlos. Hab ich ihn erwischt?
Ich weiß nicht. Ich habe noch gedrückt auf jeden Fall. Triffst du nicht mal ein Scheunentor mit einer Atombombe? Das ist natürlich auch wieder richtig. Aber man kann es ja versuchen. Leck mich, Spiel, so. Auf Wiedersehen. Erstmal schieße ich dir ins Gesicht und dann schieße ich dich ins Gesicht. Schieße, nee, die habe ich in den Rücken geschossen. Was zur Hölle? Wieso hat ihr immer so viele Punkte Vorsprung? Und wieso gibt es keine Spawn Protection? Wer baut solche Spiele? Ich könnte einfach jedes gute Spiel. Spawn Protection. So. Schnauze jetzt. Jetzt ist Schuss mit lustig, ja, kapiert? Schuss. Haha, ja, voll lustig. Erschießt euch mal vor meinem Witz. Abonniert mich oder ich mache noch mehr Witze. Abonniert mich oder ich mache weitere Let's Plays. Und so habe ich die Million geknackt. Ganz easy. So, ich möchte gerne mal die Gesundheit haben. Die ganz schön zerfällt. Schöner ist, er kann mich auch noch töten, wenn er in mir spawnt. Oder war das nicht so? Also mit dem Teleporter geht es auf jeden Fall. Ich hätte das gerne mal Gesundheit. Hat sie erledigt. Ist nicht mehr so wichtig. Wie hat er denn jetzt bekommen? Das Spiel ist doch scheiße. Schnell mal eine richtige Waffe benutzen. Was? Ach komm schon, das war mein... Mein Kill. Hier gibt's auch nichts Richtiges. Ja, genau so ist es passiert. Kommt schon. Wird einfach. Nein. Aber hey, Hauptsache, man muss noch warten, bis man respawnen kann. Ja, keine Spawn Protection. Dann gibt es halt echt noch Leute, die regen sich auf, wenn es in Spielen Spawn Protection gibt. Da muss ich echt fragen, was sind das für Vollpfosten? Sind die, die immer in der Ecke hocken und alles niederschießen? Ja, genau. Gut, fällt in dem Spiel ein bisschen schwierig, aber hey. Das sind die Leute, die Call of Duty online spielen, also irgendwie in neuen Teilen denken, das wäre ein richtiges Videospiel. Das sind solche Leute, die Killsticks für eine tolle Sache halten. Ja, irgendwo mich in der Ecke zu hocken und dann einfach die ganze Karte mehrfach zu leeren, ist natürlich total anspruchsvoll. Da braucht man echt Skill. Ja, sie weiß natürlich, dass sie dadurch einen Teleporter kommen, weißt du? Leck mich. Scheiß Aimbot, Wallhack. Teleport-Hack, ich bin tot. Wie nennt man sowas? So. Warum nehme ich nicht gleich das? Bestimmt total effizient, wenn ich auf die Gegner zulaufe und... Oh, ich habe ihn erwischt. Ich habe ihn nicht getötet, aber ich habe ihn getroffen. Hätte ich nicht gedacht. Kommt raus und... Nein, das ist tatsächlich schlechter als die Lightning Gun. Kann man das nicht irgendwo einstellen? System... Nee. Controls... Könnte man das nicht? Was passiert, wenn ich das on mache? Keine Ahnung. Identity every frame. Nee, Force Player Models. Unlag, ja, Lag bei on offline sollte nichts passieren. Ah, okay. Jetzt sehe ich das dauerhaft. Nee, das wollen wir nicht. Na ja, Server-Info, toll. Wo war das jetzt?
Bin mir nicht so ganz sicher, ob das mit dem Kopf so richtig sein soll. Sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. System, nein, Game Options. Ja. Ja, genau. Wenn wir schon mal gleich da sind, Grenade Launcher, nee. Du bist jetzt 4 und du bist mal 5. Ich glaube, das will ich auf 6 haben. Das sieht irgendwie falsch aus, muss ich sagen. Will ich das überhaupt? Grapple? Was ist ein Grapple? Keine Ahnung, okay. So. Vielleicht willst du jetzt besser. Nein, gut. Alles klar, jetzt habe ich voll die Controls verändert und das bringt mir jetzt voll überhaupt nichts. Das Schöne ist, ich habe keine Ahnung, weil ich das hochladen soll, weil das wahrscheinlich riesengroß wird, die Datei. Was heißt riesengroß? Also mit den jetzigen minderwertigen Qualitätseinstellungen wird das wahrscheinlich irgendwie nur um die 2 GB oder so werden. Was mache ich jetzt überhaupt? Ich schieße nur in der Gegend rum, weil ich 0 und 7 habe. Hey, was für eine. No item to use? Ich meine, hier gibt es auch Items? Ach, richtig, hier gab es Items, ne? Also, gab es das nicht erst in Unreal Tournament? Ja, und schon drücke ich die falschen Tasten, weil ich irgendwie andere Tasten gewohnt bin. Passt. Läuft, läuft. Schwierigkeit erfolgreich erhöht, sehr gut. Ja, diese spannende Mission mit den actiongeladenen Aufgaben, ne? Wisst ihr noch damals am Anfang der Mission, als ich in das Gefangenenlager einbrechen musste? Ja, und danach, wie ich wieder ausbrechen musste. Die Spannung. Fickt euch, pur. Die nehmen mir einfach die Munition weg. Schnauze. Ach. Ich könnte schwören, da gab es einen automatischen Waffenwechsel. Richtig, habe ich jetzt gar nicht mehr belegt, ne? Brauche ich nicht. Railgun ist eh scheiße. Der würde wahrscheinlich was anderes behaupten, aber der kann eh nur mit Aimbot spielen. Dieser Ace-Noob, dieser ähnliche. Ace-Noobs. Ja, das sind halt die Leute, die Call of Duty für ein richtiges Videospiel halten, ne? Da gehört er auch dazu, weil er nur auf Ace, weil er ein Ace-Noob spielt. Auf Ace. Was zur Hölle? Was geht hier ab? Viele bunte Raketen. Silvester ist vorbei, ja? Spastis. Hä? Es sei natürlich, ihr schaut dieses Video gerade an Silvester oder kurz vor Silvester, dann ist Silvester nicht vorbei. Was? Oh. Okay, die Idee war vielleicht nicht so gut. Ach was, die ist von mir, die muss gut sein. Die machen mit dem Ding doch viel mehr Schaden als ich. Wer was anderes behauptet oder lügt? Hallo? Da, seht ihr? Ich wäre schon wieder gestorben. Einfach weiter schießen. So, die Waffe nicht unendlich Munition. Was soll der Unsinn? Au. Das Drücken im Gesicht spüre ich morgen noch. Schnauze. Wo kommt denn der jetzt her? Wenn ich 10 Sekunden stehen bleibe, dann sterbe ich zweimal und die bleiben dann eine halbe Stunde stehen und dann passiert gar nichts so. Ich sag das jetzt einfach mal so, weil es so ist. Und wenn ich es sage, muss es so sein, sonst würde ich es ja nicht sagen, ne? Ich würde niemals etwas behaupten, was nicht hundertprozentig wahr ist. Also bitte, wer das behauptet, der lügt. Nicht so wie ich. Ich lüge nie. Selbst wenn ich nicht die Wahrheit sage, lüge ich nicht. Ich sage dann nur nicht die Wahrheit. Das ist ein Unterschied. So, dann wollen wir jetzt diese...
wenn man zu viel von ihr anzieht, verfaulende Rüstung anziehen. Hallo, wechsel halt die Waffe, verdammt. Wieso geht dieser Autowaffenwechsel so langsam? Also wirklich. Ich nehme dieses Mega-Helm mit und hab keine Munition mehr für die Waffen. Gut, toll. Wow, hey, ich habe eine getötet. Eine. Kommt mal vorbei, ne, und töte euch. Also zumindest ihn habe ich getötet. Tun wir aber was, weil ich beide getötet. Annahme, ich habe beide getötet. Der Beweis ist selbstständig zu Hause zu erbringen. Ich nehme erstmal die Panzerung mit, bevor ich dann in den Kampf gehe. Bevor er mir dann wieder die Kills klaut. Fickt euch doch. Verdammte Aimbotter. Verdammte Bot-User! Diese Bot-User, ne? Die offensichtlich die Bots nutzen, ne? Ich meine, es sieht doch jeder, dass die Bots nutzen. Hallo? Können wir die mal bannen? Vote bannen? Hey, ich hab ihn nicht getötet. Ich hab ihn getroffen, aber nicht getötet. Scheiße. Weißt du? Wie machen denn die das immer? Ich will diesen Hack auch haben. So. Die Vorringer war eben gerade noch besser. Wir wollen erstmal das Herald mitnehmen. Hey Alter, ich hab deine Gesundheit geklaut. Tschüss. Hier liegen 2 Milliarden Waffen, warum auch immer. Hab ich doch mal abgelegt. Das sind meine, ey. Nein! Schnauze da unten. Geh zurück in die Küche, Vibe. Weg. Mit dir. Ich werde nur trotzdem nicht mehr gewinnen, das ist das Problem. Wuhu, aber so viel habe ich noch nie geschafft. Ich bin glücklich. Fast schon ein Erfolg. Alter! Schaut mal hier einen Gang runter, ne? So, was mache ich jetzt? Weißt du, wo kam das denn jetzt her? Aber lustigerweise ist die Knarre jetzt natürlich wieder voll. Das ergibt total keinen Sinn, aber egal. Wir akzeptieren jetzt einfach ausnahmsweise mal. Ich hab Arsch. Ach komm schon, wirklich. Das war's doch fast schon, okay. Einen Versuch machen wir noch. Der wird bestimmt von Erfolg gekrönt sein, wie alle meine Versuche bisher. Ich nehme die Gesundheit. No Ammo Warning, verdammt nochmal. Ich brauche erstmal eine Waffe. Ich möchte eine Waffe. Oh, hier geht's gar nicht lang. Ich wollte eine Waffe haben. Was bekomme ich? Die Railgun. Toll. Yay, genau das, was ich gewünscht habe. Hä? Was? Ich habe eben einen Namen gesehen, obwohl da kein Gegner war. Soll das so sein? Klar, klar. Was soll so sein? Du wolltest doch ein Aimbot. Wallhack. Da ist die Munition. Wie machen die so schnell 5 Kills? Ich habe bis jetzt halt noch nicht mal eine Waffe gefunden. Weil alle Waffen wieder weg sind. So.
Und meine Waffen, die Schaden machen. Ich will auch deren Waffen haben. Die machen so viel Schaden. Ich geh doch mal ein wenig weg, glaube ich. Ich geh doch mal sterben, glaube ich. Ich wechsle mal die Waffe. Weil das Maschinengewehr-Dingens, Gatling, was auch immer du bist, ist scheiße. Wie hier alles scheiße ist. Das ist so ein Spiel ausgedacht. Hin und Open Source Remake. So bitte, das Original sollte für so schlechten Spielstil in Deutschland verboten werden. Wieso tut denn niemand mal was, dass das verboten wird? Mal gucken, wer den versteht. So. Und wie viele Idioten einfach nur schreiben, ist verboten. Frisst bitte mal, hallo? Nein, gut. Ich hab die Shotgun. Ah nein, ich meine Schrotflinte. Dämon hasst es, wenn ihr das Ding Shotgun nennt. Nennt es Schrotflinte, wenn ihr Dämon. Wenn ihr auf Dämons Kanal schreibt, einfach Schrotflinte schreiben. Er hasst es, wenn man es Shotgun nennt. Ich finde das voll scheiße, das Wort. Deswegen immer schön Schrotflinte sagen. Sonst flippt Damon total aus. Und läuft Amok in seiner Waldorfschule. Nee, dafür war er zu blöd und ist rausgeflogen. Er ist da wie Delfino. Wegen Dummheit von der Baumschule geflogen. Kannst du es wagen, mich zu treffen? Können wir mal einführen, so ein Spielmodus, wer mich trifft, stirbt. Ziel ist es, mich zu töten, ohne mich zu treffen. Hallo, wechsel doch die Waffe. Ja, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber hey. Und immer wenn ich sterbe und die Waffe wieder aufnehme, ist die Waffe wieder voll. Ist da wieder eine Reihe? Sind wir da eine Schienenkanone weg, ja? Schienen verschießen auf Menschen, hallo? Findet ihr das nicht ein bisschen übertrieben? Aber so funktioniert der Ray gar nicht. Was zur Hölle kam der jetzt her, bitte? Das müsst ihr jetzt schon mal gerne. Aber hey, Hauptsache die Munition ist wieder voll. Warum füllt sie die Munition nicht nach, während ich die Waffe noch in der Hand halte? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Und wie hat er mich jetzt so schnell gekillt? Ich hatte doch eben noch volle Energie. Ich muss immer fünfmal so lange auf die schießen, bis irgendwas passiert. So, jetzt habe ich wieder diese tolle Rüstung, die von alleine verschimmelt. Die ist ökologisch abbaubar. Baut sich noch am Körper noch ab. Da will ich nicht durch. Da will ich definitiv nicht durch teleportiert werden, so. Hat sich das überhaupt ausgedacht? Die Panzerung zerfällt. Hallo? Da, guck mal, wie oft ich den getroffen habe. Und trotzdem ist er nicht tot. Hä? Ich hab doch eben. Nein, hab ich nicht. Okay. Dann eben nicht. Hä? Was? Fuck, was geht hier ab? Ne? Da kann man hochspringen? Verarsch mich nicht. Verarschen kann ich mich selbst. Zeig mal. So. Das ist immer schön, wenn jemand euch fragt, wenn jemand zu euch sagt, verarschen kann ich mich selbst, dann immer sagen, zeig mal. Das Gesichtsausdruck ist immer sehr lustig. Also, so dass der Typ ist nicht größer als euch und kann euch dann eigentlich die Schnauze schlagen. Das ist dann nicht so clever, das zu sagen, aber so macht's trotzdem. Bestimmt lustig, wenn ihr einen in die Fresse bekommt. So, will jetzt bitte mal irgendeiner gewinnen? Hallo? Gewinn mal, komm, gewinn. Hallo? Gewinne? Oh, das kann ich, die Führende. Sehen alle so gleich aus. Die japanischen Schulmädchen haben echt Glück, dass ich kein Tentakelmonster bin. Hier, da, ich gewinne jetzt noch.
Genau, ich bin jetzt. So, ich laufe einmal irgendwie um den Helfplatz rum. So. Welcher Idiot schießt denn hier mit Granaten? Hallo, das sind Granaten. Granaten, hallo. Ja, ich könnte next machen, was ich jetzt schon irgendwie gewonnen habe. Ich habe mal eine Kettensäge gekillt. Kettensäge, Kreissäge gekillt. Interessant. Aber hey, wir haben es fast hinter uns. Das Let's Play ist praktisch schon durch. Egal, Karl, das war's für heute in Open Arena. Wir haben voll den Fortschritt gemacht, ne? Also wenn die Bots nicht so cheaten würden, hätte ich schon längst gewonnen, ne? Ist klar. Egal, Karl, das war's für heute mit Open Arena. Wir gucken uns nochmal kurz das hier an. Ne, Moment, was war das? Das hier war das. Ich bin nur noch der Meinung, das soll so nicht sein. Egal, hey, die Waffe ist innen hohl. Kein Wunder, dass ich keinen Schaden mache. Egal, Karl, das war's. So, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal irgendwann. Nächstes Jahr oder so.